Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Let's Build a Zoo. Ja, ich stürze hier mal wieder blind rein und wir haben eine handelbare Variante, das ist doch ganz nett. Beim letzten Mal sind wir, glaube ich, stehen geblieben. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich bin im Moment immer noch in der Vorproduktionsphase für meinen Urlaub. Deswegen wird auch in nächster Zeit ziemlich viel von Let's Build a Zoo kommen. Ich kann euch aber versprechen, dass Let's Build a Zoo nicht das letzte Uncut-Projekt wird. Es kommen bestimmt noch ein paar. Vielleicht auch im Multiplayer, da muss ich mich noch mit Leuten besprechen. Was ich machen könnte, ist offensichtlich zu handeln. Nur die Frage ist hier offensichtlich. Ich kann mir Schlangen holen oder was? Jo, ich kann mir Schlangen holen. Dafür müsste ich dann, was ist das? Eine Ente oder was? Keine Ahnung. Ja, Handel ansehen. Ausgewählt. Handeln. Glücklich, ein paar ganz harmloser, aber tödlicher Giftschlangen. Du hast nichts zu befürchten, außer die Angst selbst. Oh, und das tödliche Gift, damit passt du lieber auf. Ehre. Benutzen. So. Dann bekommen die noch ein paar Sachen hier. Zum einen ein Wasserbecken. Dafür bräuchten wir aber noch so eine Station. Jetzt ist wieder die Frage, ne? Wo hatte ich das letzte Mal? Dann muss ich mich jetzt erstmal wieder... Meine Siri geht auf einmal an. Tschüss. What the fuck? Warum geht meine Siri an? Auf einmal ging mein HomePod hier los. Da ist die Wasserpumpe. Alles klar. Zack. Baue ich mal hier auch nochmal eine hin. Und dann... was haben wir? Bereicherung... Ein Trampolin, ein Laubhaufen und einen Ball gebe ich den jetzt einfach mal. Und dann können die noch von mir aus. Ein Baum oder sowas. Ihr kriegt da einen Baum. Zack. Und einen kleinen Felsen. Zack. Alles klar. Dann bekommen wir jetzt das erste Mal andere Tiere. Warum ist das hier so hell? What the fuck? Alles klar. Gucken wir mal. Haben wir hier schon mal irgendwas gemacht? Verwalten. Ach, da mache ich gerade. Okay. Wähle dir ein A-Paar. 30% entdeckt. was könnte ich mir mal holen? Verbrennungsanlage, Junge. Lager. Backsteintoilette, Stromabzapfen. Pflanzensamen, Kohl. Slushy. Okay, ich habe nicht genug Forschungspunkte. Alles klar. Was will mir eigentlich hier machen? Ach so, ja. Okay. Zuchtstation, was ist damit? One or more animals in the breeding survey are inactive. Verwalten. Ja. So, jetzt geht's aber doch so nach und nach ab in unserem Zoo. So, wann kommen die Schlangen? Das sehe ich gerade nicht. Ich bewege das mal hier hin. An einem Tag, alles klar. Sehr schön. Dann würde ich sagen, expandieren wir doch mal. Ich habe kein Geld. Perfekt, ich wollte hier nach rechts mal expandieren und nicht nur in die Höhe. Das würde ich ja mal so überhaupt gar nicht fühlen. Aufgabe erledigt. Zack, 500 Tacken. Wir können ja mal gucken, wo sind denn die Aufgaben?
Sind das alle meine Aufgaben? Ah, da. Zeit auszubauen. Ich soll spenden. Ich habe vor, einen Transporthandel zu öffnen, um Industrial... Ja, okay, tschüss, ja, 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 so. Baue 5 Lebensmittelladen, okay. Zack. Ja, danke, ich wollte das gerne noch lesen, du... Geile Mucke. Ich wollte aber eigentlich die andere Aufgabe noch zu Ende lesen. Hier, den hier. Ich hoffe, einen Transportshuttle zu eröffnen, um industrielle Fahrzeuge und Busse zu verkaufen. Wenn du einen Geldbetrag investieren willst, eröffne ich ein Konto für dich und stelle sicher, dass du an erster Stelle stehst, wenn du Busse kaufst, um dein Zoo zu bedienen. Na, machen wir mal. Dank einer Investition des örtlichen Zoos hat Car Sawyer ein Transportunternehmen eröffnet. Hätte dies zu sagen. Ich bin so glücklich. Ich werde nicht nur Busse an den Zoo verkaufen, sondern auch alle möglichen anderen Industriefahrzeuge an die Menschen in der Umgebung. Sawyer hofft eines Tages sein Geschäft, um seine andere Liebe zu erweitern. Themenpark, Attraktionen. Aber im Moment sieht es so aus, als würde das Geschäft dieses Transport-Tycoons in der Gegend fantastisch gut abschneiden. Jetzt kann ich endlich einen Bus kaufen. Ich habe da so lange jetzt drauf gewartet. Perfekt, gut, dass ich gespendet habe. Kadena hat mich überzeugt, Aktien deines Zoos zu kaufen und ich habe einige Ratschläge. Du brauchst Transport, viel Transport. Wenn du Menschen in deinen Zoo bringst, hast du im Wesentlichen mehr Kunden. Geh also zum Eingangstor und kaufe so schnell wie möglich einen zweiten Bus. Alles klar. Transport. Ändern. Mehr bestellen. Nein, ich habe kein Geld. Bestelle neue. Du kannst deinen letzten Bus nicht verschrotten. Ich will den auch gar nicht. Bestelle neue Busse hier. Den würde ich gerne haben. Okay, ich brauche Geld. So. Ich soll mehr Lebensmittelläden bauen. Alles klar. Oh ja, die Schlangen kommen. Was ist hier? Ja, ich will ja gerne einen Bus kaufen. Jawohl, da sind sie. Geil. Sehr schön. Gesundes Gewicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Lager und bestellen mal ein bisschen Futter. Ich soll einen Bus kaufen. Ja, ich brauche 2000, ich habe 300. Bedeutet, ich darf jetzt erstmal nicht so viel bauen. Wir machen einfach Aufgaben. Ich schätze, dein Zoo ist nicht so schlecht, aber ich kann die Tiere von meinem Haus aus riechen. Sicher kannst du den Gestank mit dem Duft von leckerem, ungesundem Essen überdecken. Baue mindestens 5 Dinge von Lebensmittelläden. 2 davon habe ich schon, das heißt, ich muss jetzt noch 3 bauen. Und wenn möglich, nicht dieselben. Habe ich verstanden. Das Ding ist, ich müsste forschen. Gucken wir nochmal. Irgendwas mit Essen. Sojabohnen. Wenn die verstummte Tiere eine nützliche Ressource, tropische Säfte, Getränke. Ja. Nein! Schlachthof. Auswilderungsstation. Großer Ball. Ich brauche was zum Essen. Ich brauche noch 5 Forschungspunkte. Alles klar. Also heißt das jetzt diese Folge ein bisschen warten? Dann können wir einen Bus kaufen, um mehr Leute hier hinzubringen. Und dann löppt der Laden ja eigentlich besser, weil ja mehr Leute hier hinkommen. Und dann muss ich halt nur einen zweiten Bus finanzieren. Ich wollte gerade trinken. Tierpfleger müssen die... Wo ist es denn blockiert? Schon wieder hier? Hatten wir das Theater nicht letzte Mal? Gehege bearbeiten. Das stimmt, er lässt mich hier das Gehege nicht bearbeiten. Der Vollidiot. Achso, der kommt da nicht hin. Bam! So. Oh mein Gott, ich gucke hier bei mir aus dem Fenster und es regnet einfach wie sonst was. Darüber erstmal einen Schluck trinken.
Ah, dann doch lieber Let's Build so spielen hier. Alles klar. Also wir müssen forschen. Dann haben wir 5 Lebensmittel. Ich weiß nicht, wie viel ich dafür bekomme. 50 Besucher an einem Tag. Das schaffe ich ja auch erst, wenn ich den Bus dann habe. Bilde ein Genom. Mache ich das nicht gerade hier? Junge, hör auf mich zu erschrecken. Jedes Mal in meiner Aufnahme klingelt meine fucking Uhr. Eigentlich haben wir echt nichts zu tun. Dann stimmt, ich kann ja auf mehr Geschwindigkeit stellen, Alter. Siehst du, 50 Leute passten nicht in deine Busse. Wie kann das sein? Warum kriege ich dann jetzt erst einen Bus? So, ich brauche noch 2 Forschungspunkte. Also einen Tag müssen wir noch vergehen lassen. Kann man irgendwo auch die aktuelle Besucherzahl sehen? Jo. Ich habe mehr Tiere als Besucher. Geil. Perfekt. So läuft das. Noch ein Forschungspunkt. Komm, den kriegen wir noch. Meine Tiere haben Hunger. Oder auch nicht, hä? Das sah irgendwie gerade nicht so gesund aus, deswegen. Hier liegt überall Scheiße. So. Jetzt kriege ich gleich noch einen Forschungspunkt, dann können wir forschen. Es passen immer weniger, also. Heute haben wir einen Gewinn von $200 gemacht. Das kann doch nicht. Also wirklich, das ist ja irgendwie schon nicht richtig, oder? Ich wollte das jetzt hier forschen, ja. Toll. So, jetzt habe ich wieder keine Forschungspunkte mehr. Ja, wir können mal laufen lassen. Ich habe einen Laden dazu bekommen. Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwie so mehrere. Und ich kann auch einen Geschenkestand bauen. So. Hä? Da stand doch gerade schon 2 von 5. Hä, will er mich verarschen? Hier ist ein Stand. Ah, lol. Ich wusste gar nicht, dass man da noch so viel anpassen kann. Nichts überdeckt schlechten Geschmack besser als Satchum, aber steigert auch den Durst. Oh! Okay, das ist gut. Also haben wir einen Getränkestand? Ja. So. So. Gucken wir doch mal nach neuen Tieren, würde ich sagen, oder? Hier hinten blinkt es. Ah, ich kann mal solche 2 Viecher bekommen. Na, davon habe ich auch mehrere, von daher. Ja. Hä?
Ja, okay. Ah, hier ist mein Zoo. Computerzoo. Hahaha. Geil. Handel ansehen. Ach, da unten ist der Handeln-Button, den habe ich gerade nicht gesehen. Zack. Ja, das Gehege ist groß genug. Zack. Alles klar. Jetzt habe ich wieder nur 120 Tacken. Das kann doch nicht wahr sein. Och, meine Gehege sind echt nicht gut gebaut. Ich muss mehr solche Gehege hier bauen oder solche. Die hat noch keine Probleme. Die hat schon was in den Müll geworfen. Die Schlange hüpft da. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Ich habe auch noch nie... What the fuck, Junge? Was ist mit ihm? Klopf, klopf. Da kommt ein Bus. Kann man irgendwo einen Kredit aufnehmen? Ich habe den fucking Kredit? Ich will keinen... Ich möchte... Also... Machen wir mal teurer hier. Ich brauche Gewinn. Die haben Hunger oder was? Irgendwie schon. Tickets für diesen Zoo scheinen überteuert. Junge! Alter! Ja gut, hier, 13. Ihr Wichser. So, wie sieht's hier aus? Okay, noch einen Tag, dann haben wir die DNA irgendwie. Dieses CRISPR-Verfahren. Ja. Gewinn heute minus 400. Ja, mein Arsch, Junge. Ich brauche dringend diesen verfickten Bus. Das kann doch nicht sein. Was ist denn in der Zuchtstation los? Hä? Deine Schlange hat Hunger. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Tierpfleger. Wo ist der Wichser? Der ist hier unten. Candy ist unten. Janetta ist hier. Und Carrie. Dann kriegt er halt noch das Gehege zugewiesen. Der soll die jetzt mal schön füttern. Kerl, fütter die doch jetzt. So. Alter, ich krieg so eine Krise, wirklich. Fickt euch doch ins Knie, wirklich. Ja, was soll ich denn jetzt hier noch machen? Bewegen. Hier. Zerstören. So, und habt ihr jetzt halt gar keine Bäume mehr hier. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Was ist denn in der Zuchtstation?
Lass mich doch. Alter, jetzt wäre ich aber langsam echt sauer. Verwalten. Vater unfruchtbar? Alter, ich bin so überfordert, es kommt alles auf einmal. Naton nutzt endlich seine CRISP-Einrichtung, um eine brandneue Tierart zu erschaffen. In einem erwarteten Neuanfang für das Tierreich hat der Zoo damit begonnen, Cas9 zu verwenden, um DNA-Abschnitte zu isolieren, auszuschneiden und einzufügen zwischen verschiedenen Tieren. Während einige dies umstritten finden, haben andere gesagt, dass dies große Hoffnung für das Tierreich bietet, da es uns ermöglicht, die Natur so anzupassen, dass sie steigende Temperaturen und andere Probleme der Natur aushält. Alle sind sich jedoch einig, dass wir nur mehr süße Tierkombinationen sehen wollen. Ja, dann zurück zum Gehege. Zucht. Bestätigen. Zucht. Bestätigen. Zack. Alter, wenig Wasser. Du hast ein Gehege, was nicht genug Wasser für dich. Baue mehr Wasserbecken für deine Tiere. Wo? Hier. Hier muss ein... Dieses verfickte Gehege ist das einzige. Macht nur Probleme. Ein Objekt hinzufügen. Nein, nicht Bereicherung. Wasser. Mann. So, und jetzt trinkt ihr Wichser. Mann. Das Gehege muss ich erweitern. Das ist viel zu klein. So. Hunger. Was Hunger? Oh, ein neues Tier kann vom abgeholt werden. Alles klar. Verwalten. Sammeln. Okay, wähle ein Gehege aus. Ja, hier. Oha, mit so einer Drohne. Alter, wenig Wasser. Ja, mein Arsch gleich. Tierbewertung hoch. Okay. Wo ist die Zuchtstation hier? Status nicht schwanger. Komm schon. So. Wir haben $400. Krächz. Dann würde ich sagen, bauen wir hier mal ein Gehege. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich warte mal, bis wieder was passiert, weil sonst baue ich jetzt und dann bin ich wieder überfordert, weil alles auf einmal kommt. What the fuck? Welche Bereiche werden von Strukturen versperrt? Junge, 9 fanden den Eintrittspreis zu hoch, Junge, fick dich doch. Heute ist eine neue Tiervariante im Gehege verfügbar. Wie das? Okay. Oh, die sind schwanger, perfekt. Warte, was? Mutter, Vater, okay, ich dachte, da wäre gerade Vater, Vater. Oh, Schwarzmarkthändler. Er ist wieder da. Tiere kaufen. Oh, Fecko. Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken, Junge. Das kotzt mich jetzt langsam an. Boah, Junge, wie teuer. Wie teuer kann ich die denn verkaufen? Ne, den verkaufe ich nicht. Ich habe 1000 Tacken. Ja, wahrscheinlich. Wo hat der Probleme denn? Was macht Probleme? Da hinten kommt er nicht dran. Bewegen. Nee, da muss das auch weg. Alter. Dekoration hoch plus... Ah, okay. Wollte gerade sagen. So, hä? Macht gar keinen Sinn. Ich habe Dekoration weggemacht. Die Wertung geht hoch.
Macht ja gar keinen Sinn. So. Schweine sind stinken nicht so. Da ist die Übersetzung aber ganz schön schief gelaufen. Der kostet 2000. Aber wir sind dem Ganzen schon sehr viel näher gekommen. Wir haben zwei VIPs. Halt. Wo ist der VIP? Gentechniker? Ach so, das ist mein Mitarbeiter. Besucher. Die wollen eine U-Bahn. Das ist der Schwarzmarkthändler. Ich hätte gerne so ein Tier, keine Frage. Aber ich habe kein Geld. Das ist so mein Problem. Do you know what I mean? Wie kann etwas so Süßes so gut schmecken? Alter, okay. Komm runter. Oh, okay, es war einer da. Dieser Zoo ist einfach wunderbar. Ich wünschte, jeder würde sich so sehr um seine Tiere... Oha! Nice! Alle Tiere sind gefüttert. Deine Tiere haben eine zuverlässige und erreichbare Wasserquelle. So, und jetzt meckern nochmal, Spiel. Spar auf die nächsten... Oha, das Handeln mit anderen Zoos bringt für diese nächsten Zeit ein zusätzliches Tier ein. Boah, das sind 30 Tage, Junge. Das Spiel geht ja gerade mal 21. Wir sind bei der dritten Folge. Das Ding ist, die 50% würden schon schmecken. Aber läuft das nicht quasi aufs selbe hinaus? Entweder ich kaufe zweimal das Tier. Ja, das ist länger. Nimm mal das. Nice. Irgendwas forschen. Diese Art von Saatgut fährt damit. Oha, die kann ich anpflanzen. Ackerboden, Bauernhof. Okay, wo ist der Bauernhof? Zuchtanlage fügt Babyvorhersage zu, auf Zustand. Oha. Okay, das ist geil. Okay, 12 Forschungspunkte brauchen wir. Das ist aber geil. Oh Gott. Warum sinkt das Einkommen immer? Dir ist das Geld ausgegangen, aber keine Sorge, nimm diesen Kredit auf. Jetzt hab ich wieder 50 Cent? Junge, was für dumme Wichser, Junge. Ich hatte gerade so viel Geld und jetzt habe ich wieder nichts mehr. Alter, wollen die mich verarschen? Och, meine Fresse, Alter. Ich habe sogar Profit gemacht. Was wollen die von mir? Warum habe ich jetzt nur noch 50 Cent? Och, Mann. Ey, ich brauche 2 fucking 1000. Ich war bei 1500 oder so. Und jetzt nehmen die mir wieder alles weg. Was ist denn mit denen? Ich hatte Geld genug.
Danke für den Bruder Chris, meine Richtung. Jetzt helfen wir einander. Wir würden deine Einrichtung gerne benutzen, um Testhybriden zu erschaffen. Als Bonus kannst du alle neuen Arten behalten, die dadurch erschaffen werden. Wähle bitte aus, welche Tiere du kreuzen möchtest. Ich kann ja nicht mal draufklicken und gucken. Oh Mann, ey, jetzt hatte ich gerade Geld. Ich könnte schon wieder so ausrasten. Jetzt dürfen wir wieder Ewigkeiten warten, Junge. Das ist jetzt von dem Spiel. Das ist nicht meine Schuld, liebe Zuschauer. Wenn ihr das jetzt sehen wolltet, dann einen dicken Mittelfinger ans Spiel. Wie groß der werden kann. Fuck, was war das für ein Geräusch? Hier ist ein Tier. Warte mal. Das ändere ich. Ich mach mal jetzt eben mein iPad zu. Zack. Du kommst mal hier hin. So. Neuer Verkaufsrekord. 2,20 €, Junge. Alter. Muss das sein? Diese Gewinn heute 354. Okay, wir haben gleich die Hälfte vom Bus zusammen. Nein! Im Zoo ist heute ein Tier gestorben. Dies ist der erste Todesfall seit der Öffnung des Zoos. Ein Sprecher sagte dazu, wir versuchen hier im Zoo unsere Tiere so gut wie möglich zu behandeln, aber die Natur geht immer ihren Lauf. Wir werden weiterhin in Ernährung und in Hygiene investieren, um unsere Tiere ein langes und gesundes Leben zu ermöglichen. Wir müssen auch berücksichtigen, ihnen genügend Raum zu geben, um Stress abzubauen. Ein lokaler Metzger erklärte seine Meinung. Warum unterscheidet sich dieses Tier von denen, die ich jeden Tag zerhacke und an meine Kunden verkaufe? Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, worum es bei der ganzen Aufregung geht. Nein! Das erste Tier ist gestorben.
Das ist schade. Und so, wie sieht's hier aus? Ach, jetzt geht das hier los, ja? Habe ich das jetzt richtig gehört? So. Jetzt hör mir auf hier. Okay, wir haben jetzt 874. Eine neue Tick. Oh. Ist er soweit? Wenig Wasser, fick dich. Wie tot. Mia ist friedlich an Altersschwäche gestorben. Wo ist er denn? Benötigt verbinden. Ja. Schockierend ließen sich dieses Tier sterben. Scheiße, ich brauche eine Verbrennungsanlage. Oh shit, not good. Okay, schnell eine Verbrennungsanlage. Ah, der örtliche Zoo hat Pläne für den Bau seiner Verbrennungsofens vorgelegt und einige Anwohner sind nicht glücklich, obwohl ich weiß, dass sogar Krankenhäuser dazu neigen, ihren organischen Abfall zu verbrennen. Gefällt mir die Idee immer noch nicht, sagte einer der Bewohner. Ein anderer sagte, ich denke, ein Krematorium für Tier macht Sinn. Was passiert sonst, wenn etwas unweigerlich stirbt? Ja. Ja, was? Ich hab hier keine andere Möglichkeit. Ja, ich muss doch jetzt erstmal hier das bauen, Mensch. Kommt mal runter. Hier ist die Verbrennungsanlage. Alter. Noch größer ging's nicht, oder? Verwalten. Hier ist das tote Tier. Tierbestatter bestellen. Ist bald auf dem Weg, alles klar. Scheiße, Leute. Ist das der Bestatter? Nee, das ist der Forscher. Ich kann nicht glauben, dass ein Tier gestorben ist. Digga, das hast du noch nie gehört, dass irgendein Lebewesen gestorben ist oder was? Wenig Wasser. Wo? Wo? Wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert? Ja, ich... Haben die irgendwie... Ja, wo haben die Tiere kein Wasser? Hier? The fuck? Okay. Wasser. Ich kann nicht glauben, dass ein Tier gestorben... Oh, fick dich doch. Mann. Das läuft gar nicht gut hier in diesem Zoo. Mann. Kann doch nicht sein. Oh nein, brennt gerade. Brennt gerade. Unausgelastet. Ja, als ob ich jetzt einfach so wahllos irgendwelche Tiere verbrennen würde, ne? Das wüsste ich aber. Wenn, dann verkaufe ich sie wenigstens an den schwarzen Markthändler da. Dann kriege ich wenigstens sowas. Oh, das ist das Schlangenbaby. Süß. Nein! Status, hä? Nicht schwanger? Ey, die waren doch schon. Geburten? Mann. Geschenkestand hat einen neuen Verkaufsrekord gemacht. Sehr schön. Ja. Forschungspunkte, mein Arsch. Pizza ist radikal. Ich brauche eine gute alte Pizza. Du, das kannst du einen Pizzaladen anschaffen, damit ich mit deinen Schildkröten Pizza essen und abhängen kann. Ja, kann ich machen. Ich baue Pizzaladen. Ja, okay. Wo ist der? Ey. Ja, ich drehe durch. Oh.
Ich weiß, dass du dein Geschäft mit meinem Bus ankurbeln kannst. Ich weiß, dass die viel kosten. Also das wäre, wenn ich dir das Geld leihe. Ich kann dir das Geld gleich jetzt geben. Und ja, ich verdiene ein bisschen daran. Aber wenn du darüber nachdenkst, ist es das wert. Ja, komm. Habe ich den Bus jetzt schon gekauft? Ja. Hier ist irgendwas, Aufgaben. So. Jetzt habe ich hier noch mehr Kredite, ne? Ja. 3661, Junge, okay. Es geht wieder an Sparen, Leute. Das ganze Geld muss mir nämlich noch abgezogen werden. Okay. Wusste ich ja noch überhaupt nicht. Zuckerwatt. Machen wir. Oh, Pizzaladen. Habe ich nicht. So, jetzt habe ich, glaube ich, auch echt bedeutend mehr Besucher in meinem Zoo. Und es war kurz vor 50, habe ich gesehen. Gewinnen heute 1700. Also wenn das ohne Kredit ist, dann ist es heftig. Aber ich glaube nicht, dass es ohne Kredit ist. Ich habe 20 Besucher. Jetzt 27. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch schaffe, diese 3600 zusammenzukriegen. Wird eine enge Kiste. Geben wir 50 Besucher gleichzeitig, dann könnte ich es eventuell schaffen. 48. Bitte. Bitte. Nein. 48 waren's. Ich hab's gesehen. Das kann nicht sein. 48 Leute passt nicht in. Okay, ich brauche immer noch Busse. Ich warte erst mal, bis ich die Kredite weg habe, weil dann. Was zum Teufel? Indem ich tot. What the fuck, okay. Besser, stärker, schneller, mechanische Präparation. Präparation. Indem ich tote Tiere, die ich bekommen habe, präpariere, kann ich sie zu animierten Robotern machen. Die Öffentlichkeit wird sich diese Roboter-Tiere anschauen und denken, sie wären echt. Der beste Teil ist, dass sie nicht gefüttert werden müssen und für immer halten. Ich kann damit beginnen, indem ich dir einen Robolöwen gebe. Boah. Schwierig, ich lehne es jetzt mal ab, weil ich möchte ein Legit Zoo. Ich möchte einen süßen kleinen Zoo. Und ich möchte jetzt vor allem die 50 Besucher. Gib sie mir. Gib mir die 50 Besucher, bitte. Bitte. Bitte, please. Give me. Give me the Besucher. Ich glaube, die Kredite werden jetzt gleich abgebucht. Und das sieht vom Geld her ganz gut aus. Ja. Oh mein Gott, ich kann, glaube ich, kreditfrei werden. So, jetzt kommt die Zusammenfassung.
Warum habe ich null Besucher, wenn der Park erst so spät zumacht wieder? Nein, ich möchte immer noch keine Forschungspunkte ausgeben, Mann. So, ich bin echt auf den abschließenden Bericht jetzt gespannt. Ach, stimmt, das Gehalt. Aktuell gehaltenes Geld 1045, aktuelles Darlehen 3000. Hä? Der hat nur 100 jetzt? Hä? Ja, okay. Ja! Okay, so. Hä? Okay. Also hätte ich einen Bus kaufen können, oder was? Na gut, Leute. Das war eine weitere Runde der Let's Build so. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich bin gespannt. Wir haben ja hier noch irgendwas mit der DNA. Das machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Das ist nämlich schon fertig. Machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich sagen, cheerio, ciao, bye. Have a great time.